Dieses Designloft, das aus der Vereinigung von zwei Wohnungen entstanden ist, befindet sich in Italien, in der Provinz Varese, im obersten Stockwerk eines neuen Wohnkomplexes, der kürzlich erbaut wurde. Die ausgewählte Küche ist die Top-of-the-Line-Kollektion von Rifra seit vielen Jahren. Die Küche von mit einer Insel aus handgespachteltem schwarzem Zement. Die Küche von wurde mit einer Insel entworfen, die das Herzstück der Küche darstellt, und einer Wandspalte, die zusätzlichen Stauraum bietet, in der Kühlschrank, der Gefrierschrank, die Öfen und der Weinkeller untergebracht sind. Die Insel der Kollektion von ist auf 45 Grad auf den Türen, dem Sockel, den Seiten und der Arbeitsplatte geformt. Der Sockel, der nur 6 cm hoch ist, ist auch auf 45 Grad geformt, was dem Ganzen ein Gefühl von Leichtigkeit verleiht. In dieser speziellen Konfiguration ist die Insel mit einem antiken Eichenholznacktisch ausgestattet, den wir auf Basis ihres Bodens erstellt haben, der die Hausbesitzer und ihre Gäste für Aperitifs oder schnelle Mittagessen begrüßt. Unter dem Tresen hat die Küche basische Aufbewahrungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite der Insel befinden sich ausziehbare Schubladen, der Geschirrspüler, und auf der schwarzen Keramikarbeitsplatte sind der Induktionskochfeld mit der in die Arbeitsplatte integrierten Dunstabzugshaube und das Unterbauspülbecken aus Edelstahl eingebettet. Die Oberfläche der Insel ist aus handgespachteltem schwarzem Zement, was diese Küche einzigartig macht. Der Bereich der Säulen, der mit der Kollektion Line erstellt wurde, hat zwei Arten von Oberflächen, das mattlackierte Blei und das Holz, das immer auf Basis von Proben erstellt wird und die Oberfläche des Nacktisches wieder aufnimmt. Die drei Bäder der Residenz sind mit Rifra-Kollektionen eingerichtet. Das Hauptschlafzimmer ist mit der Kafla-Kollektion ausgestattet, die durch die auf 45 Grad geformten Türen und die auf 30 Grad geformte Arbeitsplatte gekennzeichnet ist, die absichtlich eine extra große Kehle schafft. Die Oberfläche der Türen ist die innovative lackierte Textur des Metalls. Die Kehle ist mattes reines Weiß lackiert, während die Arbeitsplatte und das halb versenkte Waschbecken aus der Suave-Kollektion aus Solid Surface bestehen. Das zweite Badezimmer stammt aus der Carline-Kollektion und hat eine matte Lackoberfläche in Taupe. Der Aufsatzwaschtisch besteht aus Keramik und heißt New Elisse. Das Gästebad hingegen wird durch den freistehenden Waschtisch Smooth aus Solid Surface aufgewertet, der von Hand mit einer schwarz verputzten Oberfläche bearbeitet wurde und die gleiche Oberfläche wie die von Kücheninsel aufgreift. Das Projekt wurde direkt von Rifra produziert, geliefert und installiert, direkt aus seiner Produktion in Brianza. Unsere Sammlungen können im Showroom in Corso Matteotti 1 in Mailand besichtigt werden. Klicken Sie auf den Link, um mehr über Rifra zu erfahren und unsere Kataloge und Projekte herunterzuladen. Rifra, Kitchens and Beds, direct from Milano.